Ja. Stefan, hübsch sehen Sie aus, aber ist nicht ein bisschen spät dafür? Spät, ja. Das Ende der fröhlichen Zeit ist heute gekommen. Das ist mir jetzt eben klar geworden. Was, jetzt erst? Und so lange und ausgiebig haben Sie Fasching gefeiert? Was war Fasching? Wie es wirklich war? Ja, nur hören Sie, vor 3 Tagen haben wir Aschermittwoch gehabt. Sind Sie zu einem Kostümfest geladen? Ich weiß überhaupt nicht, was Sie von mir wollen. Na, entschuldigen Sie, Ihr Aufzug. Ja. Da diese komische Turban, wahrscheinlich wollten Sie als Sultan gehen. Sultan, Turban, wo? Sagen Sie mal, entschuldigen Sie, geht's Ihnen nicht gut oder haben Sie einen Riesenschwips? Was ist los? Nein, es geht schon wieder. Oh, ist mir jetzt schlecht. Oh Gott. Ich glaube, ich muss mich dringend wohin legen. Was, hier? Nein, das geht nicht. Hören Sie, Stefan. Ich muss mich aber das ist ja nicht möglich, wenn mein Mann ist nicht zu Hause. Was glauben Sie, ja, was der sagt? Ja, das ist gut, dass der nicht da ist. Ah, ja, er ist ein lieber Mensch, aber er redet so viel. Schauen Sie, Frau Sokol, ich habe Ihnen schon 100 Mal gesagt, Hilla, unterbrich mich nicht. Das würde ich jetzt nicht aushalten. Ich, ganz schön frech. Wo ist denn die Frau Sokol? Die Frau Sokol ist auch nicht da. Und Ihnen das möchte ich vor allem... Das ist auch gut. Die plätschert auch immer wie ein Wasserfall. Na, hören Sie, jetzt kommen Sie da herein mit die Schuhe, ziehen Sie dann aus, obwohl Sie der Herr Sektionschef hat. Also, ich könnte es heute alles nicht aushalten. Ja. Stefan. Ich brauche ein Sanatorium. Ja. Vielen Dank, ja? Stefan, wir werden jetzt die Birgit anrufen. Nein, bitte nicht die Birgit. Wunderlich. Oh, aber ich habe doch Krach mit ihr. Darum ist ja auch, so. Habe ich... Oh, mein armer Kopf. Das tut mir aber leid. Ja, mir auch. Das ist reine Seide. Das Tuch, wissen Sie, nimmt das Kopf weh. Aha, wirklich? Na ja, wirklich, sagen die Chinesen. Das wirkt überhaupt nicht bei uns bei uns Mittelwienern wirkt das gar nicht. Soll ich Ihnen eine Tablette bringen? Oh ja, bitte. Och, endlich, wer der lieb zu mir ist. Eine Schlaftablette, ja? Der kommt ja gar nicht. Ich bin so müde. Nein. Kommt nicht in Frage, mein Lieber. Ich gebe Ihnen keine Schlaftablette auf Alkohol. Sie sind ja voll mit Alkohol. Gut, dann erst eine Tablette und dann einen Schnapsel, ja? Sagen Sie, was ist eigentlich mit Ihnen los? Ich kenne Sie ja so gar nicht. Sie trinken doch sonst nie was. Es ist die Ehe, verstehen Sie? Aha. Das ist was ungeheuer Trinkförderndes. So, nach so kurzer Zeit, nach ein paar Monaten, na, was ist denn so schlimm in Ihrer Ehe? Schlimm, aber die Arbeit, ich kann ja das nicht wirklich, das ist ja doch zu viel. Kochen, putzen, waschen, bügeln, einkaufen. Das Einzige, was mir Freude macht, ist das Kind. Aber die Birgit, die macht sich schön, die geht arbeiten, mich lässt sie zu Hause. Gleich in der Früh. Ich sage Ihnen, jeden Morgen dasselbe. Papa, Schatzi, Wumm, Tür zu und ich sitze da als grüne Witwe. Aha. Ja, ich halte das nicht aus auf sagen die Sie, Dauer. Sagen Sie, was sollen denn da die anderen Hausfrauen machen? Hausfrauen? Wieso? Naja. Ich kenne ja niemand hier im Haus und habe mir mit niemand was. Ich meine... Ich habe nur meine Frau und das ist mir auch schon zu viel. Ich meine die vielen Millionen Hausfrauen, die genau dasselbe tun, was Sie jetzt tun. Die können sich doch auch keinen Rausch ansaufen. Nein, warum denn nicht? Ach Gott, hören Sie auf. Oh ja, vielen Dank. Ich werde jetzt ein bisschen hier schlafen. Nein. Gute bitte Nacht. Aber nicht hier, nein. Kommen Sie, stehen Sie auf und gehen Sie nach Hause. Mein Gott, ist der Kerl schwer. Ist das jetzt, läutet es auch noch? Wer kann denn das sein? So was. Oh, küss die Hand, gnädige Frau. Bin ich froh, dass Sie da sind. Ja, na, das ist aber eine schöne Begrüßung. Sonst, wenn ich reinkomme, steht meistens die Sorge. Oh, das ist ja nur der Heinz oder der Sektion. Oh, der Herr Windig. Und endlich ist wer froh, wann ich komme. Ich bin auch sehr froh, dass ich da sein darf. Ja. Es geht nämlich im Moment nicht besonders gut. Und ich habe gedacht,
Hier ist die einzige Adresse, wo ich vielleicht ein bisschen Ruhe und Erholung finden werde. Erholung weiß ich nicht genau. Kommen Sie einmal mit mir rein. Da drinnen liegt der Stefan am Sofa und schläft seinen Rausch aus. Um Gottes Willen, warum haben Sie ihm denn was gegeben? Aber wieso? Der vertraut doch nichts. Aber ich habe ihm doch nichts gegeben. Der hat einfach so hereingekommen und hatte einen blöden Turban am Kopf. Was weiß denn ich? Aha, na ja gut, schauen wir heute. Ja, bitte. Nein, das gibt's nicht. Jetzt liegt er am Boden. Ja. Nein, bitte helfen Sie mir, hinauf zu aber tun. Das ist furchtbar schwer. Lass mich da liegen. Nein, das sieht so unordentlich aus. Na ja, wenn man sehr penibel ist schon. Ich habe eine Idee. Wissen Sie was? Vielleicht deckt man mit dem Tischtuch zu. Dann fällt er nicht so auf. Ach Gott, machen Sie nicht so schlechte Witze. Nein, das ist kein Witz. Ich wollte nur hilfreich sein. Aber andererseits verstehe ich, dass er ihn um das schöne Tischtuch lautet. Vielleicht gibt's irgendwo einige Ausreibfetzen, mit mein denen man Gott, Sie machen mich zudecken. Wahnsinnig. Das ist aber komisch. Was? Das ist sehr komisch. Nicht genau das hat sie auch gesagt. Wer? Naja, meine, also die eben Verflossene. Die eben Verflossene? Ja, welche Verflossene, hören Sie? Sie müssen schon nummerieren. Ich komme jetzt nicht mehr mit da mit Ihren vielen Verflossenen. Was machen Sie denn? Heinz! Moment, ich versuche das nur mathematisch zu erfassen, aber es gelingt mir nicht. Schauen Sie, es ist meine gesamte Vergangenheit besteht ja nur aus Verflossenen. Ja, das ist Ihre Schuld, mein Lieber. Meine Schuld? Nur selbstverständlich. Und ich muss es Ihnen einmal offen und ehrlich sagen. Hören Sie, ein Mann in Ihrem Alter, wenn der nicht imstande ist, eine dauerhafte Beziehung aufzubauen, dann tut mir leid, dass ich das sagen muss. Aber dann stimmt was nicht mit ihm. Ja. Ruhe im Paket. Und was bitte denn? Stimmt nicht. Was weiß denn ich was? Das ist doch nicht mein Problem. Nein, Sie sind aber ungerecht. Nicht? Es gibt ja andere Junggesellen, nenn die der Janek zum Beispiel, Junggeselle, der ist doppelt so alt wie ich. Ja, der Janek, Sie können sich doch nicht mit dem Janek vergleichen, der hat doch nicht solche Frauengeschichten wie Sie. Es läutet, mein Gott, und jetzt liegt er am Boden. Ja, das macht Sie nichts, gehen Sie ruhig auf, machen. Ich roll ihn unter den Divan. Herr Janek! Bitte Hanke, Frau, bitte. Ich bringe nur den versprochenen Gugelhupf fürs Frühstück morgen. Gugelhupf, ja, das ist sehr lieb von Ihnen, aber ich meine, was machen Sie denn da mit dem Mädchen? Wer ist das? Was ist los? Bitte, keine Ahnung. Was? Ich habe sie im Lift gefunden. Sie muss schon eine Weile auf- und abgefahren sein, bevor ich sie derglenkt habe. Sie haben sie derglenkt? Jawohl. Wieso? Sie haben sie rausgenommen aus dem Lift? Na, natürlich. Er muss schlecht geworden sein, nicht? Und da glaube ich, nicht? Und da kann man sie doch nicht so einfach, habe ich mir gedacht, na ja, bitte, was mache ich jetzt mit ihr? Bin ich überfragt. Das weiß ich doch nicht. Vielleicht können wir sie einen Moment drinnen bei Ihnen ablegen und dann schauen wir weiter, wenn es Sie nicht stört, natürlich. Hallo, Fräulein, bitte sagen Sie uns doch, wohin gehören Sie denn, Fräulein? Wie spät ist es bitte? Darf ich ja, ganz bitte. Kurz bitte? Ja. Moment, ich habe gehört. Es ist jetzt 10 Minuten nach 5, bitte. Großartig, da habe ich noch Zeit, danke. Ja, also Gott. Ist sie nicht lieb, nicht? Ja, sie ist wahnsinnig lieb, aber sagen Sie, ich habe eine Frage an Sie. Es ist mir nämlich heute so was Ähnliches schon passiert. Hat sie vielleicht eine Fahne? Nein, ich hab keine gesehen. Nein. Wieso soll sie eine mithaben? Aber da müsste sie doch bei den Pfadfinder sein und eine Uniform anhaben, glaube ich. Herr Janek, ich meine eine Alkoholfahne. Also, nein. Sie riecht gut, ja. Aber schwer wird sie mir langsam. Ja, bitte. Gut, meine. In Gottes Namen, bitte führen Sie sie herein ins Zimmer. Bitte. Moment. Mach das schon. Naja, also ich weiß aber nicht, was mein Mann sagt. Ja, bitte, der ist ja unten in der Konditorei sehr beschäftigt, liebe Frau. Bitte. Womit ist der beschäftigt? Ja, mit der Frau Sokol. Sie streiten. Ja, Bussi. So, ich weiß, dass wir wieder gut sind miteinander. Aber Herr Heinz! Schauen Sie nicht so, Herr. Ja, das ist ein Wüstling! Nicht, hör auf, du!
Trottel. Ein böses Mediker, dann eben nicht. So, bitte schön, kommen Sie, setzen Sie sich da hin. Es wird Ihnen gleich besser werden. So, da. Soll ich Ihnen ein Glas Wasser bringen, bitte? Ah, das ist der Herr Janek, der ohne Weibergeschichten. Da haben Sie sich ja was Rassiges aufzwickt. Bitte reden Sie doch nicht so ordinär daher. Ich habe Sie nur gefunden, angelehnt, im Lift. Er ist schlecht geworden. Bevor oder nachdem Sie sie gefunden haben? Natürlich vorher. Ach, das wundert mich. Hört doch auf. Bitte schön. Mein Gott, Fräulein, wie kriegen wir Sie denn wieder auf die Beine? Vielleicht ein paar zarte Ohrfeigen, das hilft immer bei einer weiblichen Ohnmacht. Darf ich? Bitte, ich warne Sie. Einen Griff an die Dame und wir werden uns kennenlernen, ja? Wir kennen uns doch schon längst. Sie sind der Edi Janek und ich bin der Heinz Windeck. Macht's mich nicht verrückt, Kinder. Lassen Sie mich jetzt ran, gehen Sie aus dem Weg. Ich werde Sie jetzt ein bisschen schütteln. Na, bitte, liebe Gefahr, das würde ich lieber tun, bitte. Ja, das glaube ich gern. Na, einigen wir uns. Jeder darf einmal schütteln. Also bitte. Sie nicht. Sie sind mir zu hemmungslos, ja? Also, Fräulein, bitte machen Sie die Augen auf. Fräulein, ist Ihnen schlecht? Ist Ihnen schlecht oder Gottes Willen, haben Sie vielleicht etwas genommen? Was soll sie denn genommen haben, dieses arme kleine Geschöpf? Ja, genommen. Genommen habe ich. Ja? Beruhigungstabletten. Eine. Noch eine. Noch eine. Naja, wie viel denn im Ganzen? 5? 6? Weil. Was macht man? Ich hab mit ihm reden wollen. Warum er mich denn eigentlich? Aber. Ich war so aufgeregt. Und da habe ich dann eine genommen. Und noch. Dieses arme, kleine Wesen. Also, mich würde das Herz zerbrechen. Ja. Es ist mir gebrochen. Er hat mich verlassen. Und hier in dem Haus ist er glücklich und zufrieden. Und dann habe ich eine Beunruhigungstablette genommen. Moment, ist eine. Ja, und noch eine, ja. Sagen Sie, hier in dem Haus, wer ist denn das? Also bitte, das würde mich jetzt auch interessieren, wer dieser Schweinehund ist. Wenn ich den erwische. Jetzt! Also, wer ist das? Da ist er doch eh. Der hat eine Beruhigungstablette genommen. Aber jetzt so schlimm. Ich verstehe jetzt überhaupt gar nichts. Wer ist jetzt der Kerl? Also ich bin baff. Sie sind ja ein Weltmeister der Heuchelei. Nein, aber was denn? Ich glaube doch dieser Person kein Wort. Bitte, wer wohnt denn in dem Haus? Ich vielleicht? Ja, bitte. So sagen Sie doch was. Ja, bitte, was denn? Was soll ich denn sagen? Ich weiß nicht. Naja, zum Beispiel, warum Sie uns den Blödsinn mit dem Lift erzählt haben. Naja, Herr Janek, ja. Ich meine, ich glaube Ihnen. Sehen Sie, es wäre ja doch völlig sinnlos, wenn er es wäre und wenn er dann das Mädchen mir hier in die Wohnung schleppt. Ja, das ist nicht so unlogisch. Wo soll er sie denn hinschleppen? Ich meine, in die Konditorei kann er sie nicht schleppen, Wandtüttler. Zu sich in die Wohnung vielleicht auch nicht. Das könnte unangenehm sein. Nein, Herr Janik. Also, ich muss sagen, ich habe mir immer eingebildet, ich habe ein bisschen Menschenkenntnis. Aber bei Ihnen habe ich mich getäuscht. Sie sind ein veritables Chamäleon. Chamäleon? Ja, das kennen Sie nicht. Das sind diese grünen Baumeidachsen mit dem. Ach, jetzt verstehe ich. Also, das ist ja. Wirklich, das ist es. Pfui, schämen Sie sich, Herr Heinz. Wenn Ihnen viel daran liegt, schäme ich mich meinetwegen auch. Grund gibt's bei mir sicher. Mein Gott, wenn ich denke, was ich schon wie Geschichte. Aber jedenfalls, so eine Geschichte wie die Ihre ist einmalig, muss ich sagen. Und auch ein bisschen blöd. Jetzt werde ich Ihnen etwas sagen. Sie sind wirklich der Letzte, ja, der einen anderen abkommt.
abqualifizieren darf. Nicht? So viel möchte ich Ihnen nur sagen. So, und jetzt zu dem Fräulein. Also ich nehme die jetzt mit ins Badezimmer und jetzt kommt sie unter das kalte Wasser, das wird ihr helfen. Was, kommen wohin? Sie, kommen Sie ins Badezimmer. Kommen Sie, mein Mädchen. Wir gehen nicht so weit weg. Nein, nein, nein. Ich muss nachher mit ihm reden. Sie müssen nachher, nachher bringen wir alles. Hoppala, Gott, sind Sie schwer. Wir bringen nachher alles in Ordnung, ja? Aber jetzt gehen wir zuerst, ins Badezimmer. So. Also etwas ist mir nicht ganz klar, Herr Janik. Ich meine, dass ein Mann wie Sie, ich möchte Ihnen wirklich nicht zu nahe treten, aber wann der so ein doch recht appetitliches, knackiges Geschöpf sich so aufgerissen hat, dann soll er doch froh sein, dass er es hat und nicht so einfach sitzen lassen. Also, jetzt reicht es mir, Herr Heinz! Ein für alle Mal! Hallo, wer geht denn? Also, ich mein, ich gebe ja zu, lieber Herr Janik, dass mich das Ganze überhaupt nichts angeht. Aber andererseits haben ja Sie Ihr Problem sozusagen hier hereingeschleppt. Ja. Und darum müssen Sie sich auch gefallen lassen, dass man Ihnen Fragen stellt. Ja. Also, überhaupt lasse ich mir nichts gefallen. Verstehen Sie von Ihnen schon gar nicht, dass Sie da auf meine Kosten immer Ihre Witze machen. Wie hoch ist denn der Einsatz? Bitte, Herr Janik, aber pudeln Sie sich auf jeden Fall nicht so auf, ja. Sonst trifft Sie am Ende noch der Schlag. Ich habe aber fürchte ich kein Geld mit. Kannst du mir was borgen? Wissen Sie, was Sie sind? Sie sind präpotent und eingebildet. Jawohl, das sind Sie. Wissen Sie, was Sie sind? Na bitte. Ja, Sie sind ein Casanova. Und der sich als Biedermann tarnt. Jetzt lass mich doch auch mitspielen. Aber geh du halt den Ding und leg dich wieder unter den Tisch. Sagen Sie, wer sind denn Sie eigentlich? Er kann doch sitzen, wo er will. Verstehen Sie mich? Ja. Nehmen Sie bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass Sie hier nicht der Hausherr sind. Verstehen Sie mich? Moment, wo sind jetzt überhaupt die Karten? So bitte, kann einer der Herren einen guten, starken Kaffee kochen, von dem ein Toter aufwacht, ja? Also ihr kennt euch doch aus in der Küche, es ist egal, wer geht, aber einer muss gehen. Los, meine Herren. Ich werde den Kaffee machen. Ich habe Sie ja schließlich gefunden. Ne? Warum greifen Sie nicht aber von dem gefunden? Den Schmäh glaubt Ihnen doch eh niemand. Und den Kaffee werde sicherheitshalber ich machen, weil ich traue Ihrem Kaffee nicht. Das ist wahrscheinlich genauso ein labiles Wasserl wie Sie. Sie sagen Wasserl zu mir? Sie erlauben sich, ich aber nicht Sie, passen Sie, auf, Sie sagen Wasserl. Also ich muss sagen, Sie erlauben sich. Ich muss sagen, für einen Mann, der solche Sachen macht, sind Sie verbal ein bisschen zu empfindlich. Na, Marsch in die Küche. Na, wir sprechen uns noch. Ja, wir in die Küche zuerst. Das hat eine Frau. Kein Kaffee. Die sind mir nicht so uneinig, die zwei. Oh. Am besten leg mich dahin. Wo ist der Teufel? Ja. So. Wiedersehen. Oh, jetzt wird Ihnen gleich besser werden und gleich kommt der Kaffee. Danke. Und dann fühlen Sie sich gleich besser, na? Sie sind so lieb. Aber was? Wer sind Sie eigentlich? Ich heiße Hilla Lafitte. Ich Uli. Schneider. Schneider, so. Wo sind wir denn bitte? In meinem Schlafzimmer. Schlafzimmer? Mhm. Das ist gut, weil ich bin so müde. Oh Gott, ja, liebes Kind, bitte darf ich was sagen? Nicht einschlafen. Nicht einschlafen, mein Kind. Bitte nicht einschlafen. Erzählen Sie doch, wie war denn das Ganze? Sie sind also im Lift gefahren, ja? Auf und ab. Und auf und ab und... Bitte schlafen muss man nicht wieder ein, Fräulein. Mit Schlafpulver darf man nicht wieder einschlafen. Nicht einschlafen. Ne? So. Ja. So. Also, wenn man Ihnen zuschaut, sagen Sie, brauchen Sie vielleicht eine Apothekerwaage. Bitte lassen Sie mich in Ruhe, ja? Ja? Herr Janik, seien Sie doch nicht so gereizt. Sie verstehen mich nicht. Das ist mir wurscht. Ich will Sie auch gar nicht verstehen. Mein ganzes Leben habe ich versucht, andere zu verstehen und habe dabei ganz vergessen, mich selber zu verstehen. Damit ist jetzt Schluss! So, ein zorniger junger Mann. Ein bisschen reif dafür, nicht? Sehr putzig. Bitte, mein Alter geht's Ihnen Schmoren an, ja? Ja, nein, ich will Ihnen ja auch überhaupt nicht zu nahe treten. Außerdem, lieber Herr Janik, ich verstehe Sie doch. Ich meine, ich bin auch ein Mann, nicht? Und habe ja auch meine Fehler. Ja. Also bitte,
sprechen Sie jetzt nicht mehr von meinem, Ihren Fehler, verstehen Sie mich? Schauen Sie, was Sie jetzt schon wieder... Gehen Sie es doch wirklich zu blöd mit Ihnen, Herr Janek. Kommen Sie, lassen Sie mich den Kaffee machen. Bitte, hauen Sie mich nicht an! Herr Janek, ja? Das letzte Mal, wo mich wer auf den Finger kaut hat, war das meine liebe Mutter. Ja, wahrscheinlich viel zu wenig. Ne? Und jemand anderem als meiner lieben Mutter erlaub ich das auch nicht. Wegen Ihrem Mutterkomplex werde ich mich nicht geschlechtsumwandeln lassen. Mutterkomplex, es ist ja so ein Blödsinn. Sie selber haben einen ödipalen Defekt, Sis. Zuckertandler. Buchtandler. Süßer Kuchenonkel. Damit haben Sie auch die Kleine wahrscheinlich angelockt, gell? So. Was ist denn das? Hat doch jemand geschrien? Na so, aber wahrscheinlich draußen im Gang. So was. Ah, die Schlüssel vom Franz. Und auf geht's. So. Hila, sei nicht böse. Da, ich hab dem Franz seine Schlüssel genommen, damit ich dich nicht störe. Denn, was, wieso? Ist ja kein Mensch da. Was ist das da? Ja, was liegt denn da? Ah, der Stefan. Ja, wieso schlafen Sie da? Sie haben jetzt eine schöne große Wohnung. Mausi, bist du's? Nein, ich bin kein Mausi. Oh, sei mir doch wieder lieb, Schatz. Ich denke nicht daran. Ich hab genug damit zu tun, mich selber lieb zu haben. Böses Mädchen. Ja, mag sein, mag sein, mag sein. Aber es ist das beste Rezept, um zu überleben. Ich sing dir auch was vor, ja? Na, das hast du doch so gern. Na, nicht im Geringsten. Oh. Na. Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Na, weiß ich nicht. Gott sei Dank, schlaft schon wieder. Was? Mutterkomplex. Ah, ja. Der Onkel Guido. Ja, ja, in natura. So ein Trottel. Wer bitte? Na, sowas. Meint er mich? Den Kaffee kann man wegschütten, so wie der ihn gemacht hat. Grüß Gott, Herr Guido. Grüß Gott, grüß Gott. Was ist denn? Süßer Küchenonkel! Ha! Ha! Was ist denn? Hila! Wirklich sehen, was die in der Küche machen. Servus, Guido. Ja, grüß dich, ja. Ich wollte ja einen Kaffee haben, ja, aber... Ja, mein Schatz, aber den kannst du nicht trinken, den wir jetzt gerade machen, weil der muss eine Tote aufwecken, verstehst du? Aha, versteht. Sag doch mal, was ist denn hier los? Ich kann dir das jetzt nicht alles erklären. Ich muss dringend in die Küche. Ich muss sehen, was da los ist. Leute, was ist das? So was. Ach, der liegt da. Und was? Es läutet. Ach, tut mir leid, ich bin nicht zu Hause. Dann kann ich wieder aufmachen und rennen. Es läutet. So was, faules Geschöpf. So was. Ja, ja, komm schon, komm schon. Bin schon da. Ah. Also, dass endlich wer aufmacht. Ja, Moment, entschuldige, Franz, aber, ja, aber ich... Du hörst wohl schon ein bisschen schlecht, was? Ja, keineswegs. Aber ich kann ja schließlich nicht fliegen. Du, Franz, heute ist ein bisschen merkwürdig hier. So? Hier ist ein bisschen merkwürdig? Ja. Da warst du aber nicht in der Konditorei unten. Da wüsstest du, was merkwürdig ist. Weißt du, was die Sokol sich jetzt traut? Die Sokol gibt mir Anweisungen. Na, also das hat mir ja gerade noch gefällt. Mir Anweisungen geben. Na, der habe ich es gegeben, aber ich habe einen derartigen Zorn. Ich kann dir gar nicht erklären, was ich alles für einen Zorn habe. Aber die Sokol, die hat... Sag einmal, was ist das? Das ist der Stefan. Siehst heute schon ein bisschen schlecht, was? Ja, was tut der hier? Schlafen. Der schläft hier in meiner Wohnung? Hab ich ein Männerasyl? Ja, die Hila bringt ihm schon einen starken Kaffee. Ja, Gott, was anderes braucht nicht man. Aufwecken, nicht aufwecken, sonst wacht er auf und singt wieder und das ist grässlich. Ja gut, ich muss dir eins sagen. Also weißt du, schön langsam, diese ewigen Streitereien mit der Sokol, das wird mir langsam zu viel. Naja, wenn man schwach wird, dann muss man Frieden schließen. Oh nein, das ist vollständig falsch. Man muss Frieden schließen, wenn man stark ist. Aber du hast ja keine Ahnung, was die sich traut.
Die spielt den Herrn im Haus. Die dirigiert alle nicht wahr. Mich eingeschlossen, mich will sie dirigieren. Na gut, also du, es kann nur mehr ganz kurze Zeit dauern und ich werde sie hinaufschmeißen. Das wird die Hilla nicht erlauben. Moment, was heißt das? Was wird die Hilla nicht erlauben? Ach, soll ich vielleicht um Erlaubnis fragen? Ja, bitte, vielleicht bin ich nicht mehr der Herr im Haus. Muss ich vielleicht auch dich noch um Erlaubnis fragen? Nimm zur Kenntnis, der Herr im Haus bin ich. Sternlein steht. Na, da hast du jetzt, jetzt singt er wieder. Mannsbilder. So was, nicht einmal einen Kaffee können sie kochen. Ich hab einen gekocht, den hat er ja weggeschickt, der Bunschkrapferl, Blaubart. Das war kein Kaffee, das war ein schwarzer Brei. Dilettant. Dilettant, er musste ja stark sein, nicht? Um ihr Triebopfer wieder zu erwecken. Ich warne Sie, nehmen Sie meine Triebe nicht in den Mund. Sagt mal, Kinder, sind wir im Kindergarten oder was? Bitte, die Frau, er provoziert mich doch die ganze Zeit. Also bitte, nicht? Wirklich, lassen Sie ihn in Ruhe. Wenn etwas zu erklären gibt, dann wird ganz bestimmt das der Herr Janek tun. Ich bin sehr gespannt, weil die Geschichte beim Liv war sehr schwach. Ich meine, da würde sich ja nicht einmal ein Politiker in der Vorwahlzeit trauen, so eine Geschichte erzählen. Aber bitte, ich habe Geduld, vielleicht kommt noch was Besseres. Ich sage die Wahrheit und nur die Wahrheit. Ich bin mit dem Gugelhupf in der Hand in den Lift gestiegen. Und mit dem schlafenden Mädel in der Hand aus dem Lift ausgestiegen. Wie seinerzeit der selige Kallernackt. Wirklich, Janik, bitte, reißen Sie noch ein bisschen zusammen bei Ihren Geschichten. Schauen Sie, der Janik hat bestimmt die Wahrheit gesagt. Herr Janek, nicht wahr? Das Mädel kann doch Ihre Tochter sein. Das sagt überhaupt nichts. In seinem Alter reizt er ihn das gerade. Ich kenn das von dieser Generation. Also, Sie! Was? Sie! Ja, ich überhaupt nicht, ja. Sie. Ich halte mich an die Damen meiner eigenen Generation. Ach so? Ja. Aber die Damen halten sich nicht an Sie. Weil länger als eine Woche bleibt Ihnen ja keine. Sie. Werdet ihr jetzt aufhören? Also, wem immer dieses Mädchen gehört und was immer sie ist und wie immer sie heißt, das ist mir alles wurscht. Wir müssen nur schauen, dass wir sie auf die Beine kriegen. Was glaubt ihr, was der Franz sagen wird, wenn ein schlafendes, wildfremdes Mädchen in unserem Bett liegt? Ein Glück, er ist wieder eingeschlafen. Das ist ein Glück, dass er wieder eingeschlafen ist? Ich glaube, du spinnst. Ich mag das nicht, dass schlafende Fremde in meiner Wohnung herumliegen. Aber das ist ja egal. Ich kann mich jetzt umziehen. Ich bin vollkommen verschwitzt. Hat mich die Sokol hat mich so in Rage gebracht, dass ich ja wirklich meine misspickt alles an mir. Aber bitte, es ist ja ganz egal, nicht wahr? Auch wenn mich die Sokol so in Rage gebracht hat. Es wird noch so weit kommen, dass meine Gesundheit gefährdet ist durch diese Person. Das ist grässlich. So Ruhe, Schlaf in Frieden, feins Engelein. Danke, süßes Hasi. Hasi. Das ist wirklich unglaublich. Mein Doggy, das ist alles. Was ist, Franz? Was ist? Du bist ja gar nicht umgezogen. Guido? Ja? Du wirst es nicht glauben. In meinem Bett liegt ein Mädchen. Ein junges Mädchen. Ja, du hast recht. Das will ich wirklich nicht glauben. Kann ich nicht glauben. Sag mal, Guido, hast du damit etwas zu tun? Das ist ja was für eine dumme Frage. Ich sag, wer ist sie denn? Das weiß ich ja nicht. Das muss ich anschauen. Bitte. Werde dich nicht hindern daran. Ein junges Mädchen? Merkwürdig. Da liegt wirklich ein junges Mädchen. Ja, hast du geglaubt, dass ich lüge? Nein, aber ich glaube, du gibst an. Was mit sowas?
Du bist wirklich ein Depp. Ich möchte wissen, wer mir sowas antut. Franz, mir scheint, du wirst heute vor einigen Jahren, so vor 50 oder 60 Jahren, da wärst noch dankbar dafür gewesen. Was macht ihr denn da? Ihr schaut ja aus wie zwei Händeln, wenn's donnert. Ja, Hilla, da schau her. Ja, ein Mädchen im Bett. Ja, und schläft. Ja, und schläft. Hast noch nie ein schlafendes Mädchen gesehen? Und jetzt bitte seid so freundlich und geht raus, lasst mich allein. Ich muss ja den Kaffee einflößen. Ja, Hilla. Was denn? Na, wer ist denn das? Das ist Uli Schneider. Uli Schneider? Ja. Na, ist alles klar. Uli Schneider. Ach, du kennst sie? Nein, überhaupt nicht. Ja, aber wer hat sie denn da hergelegt? Ich. Und gefunden hat sie der Janek im Aufzug. Aber jetzt bitte, seid so lieb, geht's raus, Kinder. Ja, bitte, komm. Der Janek im Aufzug, also los. Also bitte. So, mein Fräulein. Mein Fräulein, der Kaffee ist da, der Kaffee ist fertig. Danke. Bitte sehr, ich glaub, mach meinen Schluck. Ich glaube, Sie sind wirklich der netteste Mensch, den man sich erträumen kann. Weiß ich danke nicht. Bitte sehr. Der Janek im Aufzug? Ja. Na, hast du sowas schon gehört? Ja, schließlich und endlich und dann bitte, ja, aber im Aufzug gut, aber wieso liegt sie bei mir im Bett? Sowas kommt vor. Nein, sowas kommt nicht vor. Überhaupt nicht, ich bin doch nicht im Aufzug gewesen, bin zu Fuß gegangen, eigenhändig. Ja, aber wer redet denn von Ihnen? Ja, nicht, naja, schade. Nur, ich habe nämlich einen Mordstrom-Krach mit der Birgit gehabt, naja. Das muss ich ja nicht wissen, dass Sie einen Mordstrom krachen. Ja, das ist aber schade, dass Sie das nicht wissen wollen, weil dann könnten Sie das nämlich ein bisschen aufklären. Weil ich habe ihr gesagt, ein für alle Mal, mir ist diese Hausarbeit zu viel. Und jetzt habe ich das Bügeleisen zerbrochen beim Bügeln, weil ich so fest aufgedrückt habe. Und den roten Socken habe ich mitgewaschen und in der Waschmaschine. Und jetzt ist alles rosa, von Ihren Unterleibeln bis zu meinen Unterleibeln. Und die... Herr Stefan, von was reden Sie eigentlich? Na, von unseren Unterleibeln. Bitte, dass die Leintücher jetzt rosa sind, das ist doch hübsch. Das ist doch ein sehr freundlicher Ton jetzt. Der einzige momentan in unserer Ehe. Herr Stefan, jetzt muss ich Ihnen was sagen. Mich interessiert das Ganze nicht im Geringsten. Ja, genau das hat sie nämlich auch gesagt. Und darauf habe ich gesagt... Nein, sie hat drauf... Moment, jetzt weiß ich nicht mehr, wer was zuerst gesagt hat. Aber ist ja wurscht. Ist sie schon wieder auferstanden? Das Opfer der zuckerbäckerischen Leidenschaften? Der zuckerbäckerischen Leidenschaften? Ja, Herr Janek, da muss ich Sie um Aufklärung bitten. Wer bin ich, dass ich zufällig aufklären kann? Das ist aber nicht die passende Antwort auf meine Frage. Nein, glauben Sie mir, es ist sinnlos. Ich versuche, seit einer halben Stunde ihn dazu zu bewegen, die Anwesenheit des fremden Mädchens zu erklären, ja, aber er weigert sich hartnäckig. Mädchen? Wo ist ein Mädchen? Aber nicht hier, die ist in meinem Bett. Ach so. Das ist ja dann nicht aufregend. Sie bitte machen Sie nicht solche merkwürdige Bemerkungen, ja? Aber entschuldigen Sie, Herr Sektionschef, ich meine nur in Ihrem Bett und in Ihrem Alter. Ich meine, wenn das in meinem Bett und in meinem... wäre die Sache anders, nicht? Bitte sparen Sie Ihre Beleidigungen. Aber ich bin doch nicht beleidigt. Ich bin doch froh, dass bei mir keine liegt. Die Birgit ist ja so schon wütend genug. Verstehst du, es geht ja gar nicht um den Herrn Sektionschef. Die junge Dame ist Janeks Revier. Das wird ein Missverstanden. Ah, die liegt beim Janek? Liegt? Ja, bei Herr Janek, was machen Sie dann da heroben? Na, hören Sie, ich an Ihrer Stelle. Sie sind ja nicht verheiratet. Wovor fürchten Sie sich denn? Überhaupt nicht. Naja. Das möchte ich mir klarstellen. Ich fürchte mich vor nichts und niemandem. Aber warum gehen Sie da nicht hinunter zu ihr? Mein Gott, ist das ein Depp. Aber wirklich? Moment, wer? Nein, du darfst ihn nicht ernst nehmen. Der süße Edi ist heute nicht ganz bei sich. Ich bin doch nicht Ihr süßer Edi. Also, Sie, mir ist es völlig wurscht, ob Sie sein süßer Edi sind oder nicht sein süßer Edi. Mich interessiert jetzt, ich will von Ihnen aufgeklärt werden. Ich bin nicht länger gewillt, Erklärungen abzugeben für etwas, wofür ich nichts kann. Also haben Sie sie hergebracht oder nicht? Ja, das schon, aber bitte mehr nicht.
Also das ist alles sehr spannend, aber ich verstehe es nicht. Oh, mein Kind, jetzt setzen Sie sich noch ein bisschen zu uns. Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Damit Sie sich noch so ein bisschen abreagieren. So, bitte. Ja, Uli. Stefan. Uli. Stefan, Moment. Ihr kennt euch? Leider. Was heißt denn leider? Natürlich kennen wir uns sogar sehr gut, wo wir doch einmal, und zwar nicht unbedeutend und überhaupt. Ja, und überhaupt, bist du mich dann hast sitzen lassen. Schatzi, das ist doch schon überhaupt nicht mehr wahr. Schau mal, weißt du, was in der Zwischenzeit passiert ist? Du, ich bin umgezogen und meinen Fitnessclub habe ich gewechselt. Und geheiratet hast du. Ja, richtig, ja, mein Gott. Tja, wie das Leben halt so spielt, was, Uli? Fräulein Uli? Ja. Ich hätte eine Frage an Sie. Also, der Stefan, der ist doch schon eine ganze Zeit lang mit der Birgit zusammen, nicht? Und Sie haben ein Kind zusammen und die Hochzeit ist auch schon eine Zeit lang her, nicht? Mhm. Wieso wollen Sie eigentlich erst heute mit ihm sprechen? Können Sie mir das erklären? Ich verstehe das nicht. Also, ehrlich gesagt, bis zur Hochzeit habe ich ja noch geglaubt, es ist vielleicht nichts Ernstes und er überlegt sich's vielleicht noch. Aber dann... Ja, und heute hat mich einfach der Zorn gepackt. Ich wollte, dass er sich wenigstens entschuldigt bei mir. Aber ja, natürlich. Was, dann entschuldig dich doch, Stefan. Ich meine, das ist doch ein durchaus legitimer Wunsch. Nein, das braucht er jetzt nicht mehr. Jetzt, wo ich ihn wiedersehe, ist er mir eigentlich wurscht. Also das kränkt mich sehr. Das ist gemein. Jetzt müssen Sie sich aber bei mir entschuldigen. Ja, bitte, wieso muss ich mich bei Ihnen entschuldigen? Sie nicht, der Herr Heinz. Für alle entsetzlichen Verdächtigungen, taktlosen Anspielungen und überhaupt die Unterstellungen, die ganzen, nicht? Also ich an Ihrer Stelle würde mich über derartige Verdächtigungen und Anstellungen und so würde ich mich gar nicht aufbudeln, sondern ich wäre an Ihrer Stelle eher stolz, dass man Ihnen sowas zutraut. Bin ich aber nicht. Und darauf bin ich stolz. Uli, pass einmal auf. Wir zwei müssen uns jetzt aussprechen. Und zwar jetzt sofort. Nein, bitte hör mir zu. Jetzt nimm hier Platz. Nein, Moment. Bitte schön, ich bin ja sehr dafür zu dieser Aussprache. Aber bitte, muss das ausgerechnet hier bei mir in der Wohnung stattfinden? Nein. Aber nur, entschuldigen Sie, mit zur Birgit hinunter kann ich schwer mit ihr gehen. Das werden Sie ja doch wohl verstehen. Ja, bitte, Uli, schau. Nein, Stefan, lass mich anziehen. Ich will mich nicht mehr mit dir aussprechen. Es ist aus, fertig, vorbei. Dankeschön. Und ich will auch nicht mehr an dich denken. Das ist eigentlich alles, was ich dir sagen wollte, wie ich hergekommen bin. Ja, aber ach, und dass ich Depp mich deinetwegen so aufgeregt habe und Beruhigungstabletten genommen habe. Es tut mir jetzt leid, weil das bist du nicht wert. Na, aber geh, Schatzi, wer wird denn so unwirsch sein? Uli Maus. Du hast jetzt eine andere Maus und aus. Das ist auch poetisch. Kleine Sapfo, die Uli. Gnädige Frau, ich möchte mich bei Ihnen bedanken. Sie haben sich so freundlich um mich gekümmert. Ich danke Ihnen für die Mühe. Auf Wiedersehen. Nichts zu danken und alles Gute. Dankeschön. Wiedersehen. Wiedersehen. Wegen dir habe ich Nächte durchgeheult. Das ist nicht zu fassen. Baba, Stefan. Entschuldigung, vielleicht könnte ich nicht. Ich bin nämlich mit dem Wagen da. Könnte ich Sie vielleicht nach Hause bringen? Nein, danke. Jetzt, wo ich nämlich wieder aufgewacht bin, will ich noch gar nicht nach Hause. Na, das ist ja noch besser. Dann gehen wir vielleicht in irgendeine schlimme Kaschemme. Wie kommen Sie dazu? Ja, genau. Wie kommen Sie dazu? Schließlich habe ich Sie ja gefunden. Dürfte ich vielleicht bitten, ich kenne da in der Nähe einen kleinen Heurigen. Ich glaube, Sie sollten heute Abend nicht allein bleiben. Ja, und ich glaube, Sie sollten unter keinen Umständen mit dem Herrn heute allein bleiben. Fangen Sie schon wieder an. Ich möchte in nächster Zeit überhaupt nicht mehr mit einem Herrn allein sein. Nach meiner Erfahrung entsteht daraus immer ein Unglück. Allerdings mit zwei Herren ist das was anderes. Gehen wir zu dritt zum Heiligen? Warte mal, das ist nämlich zufällig ganz lustig, die Birgit ist eh böse auf mich. Stefan, ich kannst du nicht sehen? Wir sind schon zu dritt. 1, 2, 3. Gehen wir, meine Herren? Mit dem allergrößten Vergnügen. Schönen guten Abend. Wiedersehen und danke noch. Schöne Grüße an die Birgit. Ich beim Heiligen. Ja, aber hat man denn Worte?
Die zwei können doch nicht mit meiner Freundin... Moment, wieso? Oh, ja. Mit ihrer Ex-Freundin, wenn ich richtig verstanden habe. Aber ist doch... Herr Stefan, das ist, ich meine, es geht mich an. Sie können sagen, es geht mich nichts an. Und da haben Sie recht, es geht mir nichts an. Aber ist ein bisschen viel. Nicht? Ich meine, ich erinnere mich, es war ja doch schon eine gewisse Schwierigkeit, auch mit einer jungen Dame, auch so mit U und I. Na, Susi. Ha, die aber Susi. Noch bei der Hochzeitsfeier haben wir doch da schon größeres Gewürz gehabt, damit man diese Susi abgewendet haben. Meine, schauen Sie, ich würde ja nur gerne wissen, wegen der Einteilung. Mit wie vielen Ex-Freundinnen darf ich in Hinkunft noch bei Ihnen rechnen? Meine, 5, 10 oder vielleicht 20? Also, da muss man aber niedersetzen. Ja, bitte, bitte. Unter uns Männern. Ja. Ich bin natürlich ein Mann. Nein? Aber nein. Und ich habe das in der Ehe nicht verloren. So. Ja, ich meine, schauen Sie, ich... Herrgott, man hat halt Charme. Was soll ich Ihnen mehr sagen? Ja, mein lieber Stefan, und ich würde Ihnen vorschlagen, Ihren Charme zukünftig nur bei der Birgit spielen zu lassen. Aber ja? Vielleicht, du triffst ja den Nagel auf den Kopf. Das ist doch wunderbar, selbstverständlich, nur bei der Birgit. Ist doch eine glänzende Idee. Das ist überhaupt keine glänzende Idee, weil die Birgit ist derartig stinksauer. Das können Sie sich alle, wie Sie hier sitzen, nicht vorstellen. Aber bitte, lieber Stefan, das muss doch für Sie eine Kleinigkeit sein. Bei dem Charme, das Sie besitzen, da werden Sie doch... Kurzerhand werden Sie doch da wiederum die Birgit bezirzen können. Nein, Herr Sektionschef, es ist so furchtbar anstrengend. Ja, aber irgendwann müssen Sie ja doch zu ihr zurück, oder? Eigentlich nein. Ich sage Ihnen ganz, nein, wirklich. Erstens, das Bügeleisen habe ich eh zusammengehauen und kann ich nicht heute hier bleiben. Ja. Wie bitte? Naja, nein, ich meine, dieses Sofa dort ist halt schon ein bisschen eng. Ja, wissen Sie, was ich Ihnen überhaupt schon immer sagen wollte? Ihre Wohnung ist wirklich entzückend. Dankeschön. Aber hier, na wirklich, so diese Uhr, aber hier an diese Wand gehört ein schönes, gemütliches, großes Sofa. Länger. Na, dass man so nach dem Essen oder so. Ja, ja. Aber ich meine, auch heute würde mir dieses Sofa genügen. Nein. Es ist, ich ist immer noch besser als vor der Tür liegen. Hören Sie, so wie ich die Birgit kenne, die lässt mich ja nicht einmal rein. Nur Sie lachen, da könnte ich wetten mit Ihnen. Drauf. Wetten? Das ist eine ausgezeichnete Idee. Mhm. Stefan, jetzt können Sie zeigen, ob Sie der Herr im Haus sind. Bin überzeugt, Sie sind der Herr im Haus, sind doch ein Typ, nicht wahr? Bloß wenn man Sie anschaut, ein Bodybuilder, wie er im Birchen steht, nicht wahr? Scheinen Sie? Aber natürlich. Mhm. Also, ich wette mit Ihnen, dass es Ihnen selbstverständlich gelingt, die Birgit wieder zu versöhnen. Naja, was heißt wetten? Ich meine, Aber überlegen Sie sich eines. Ich bin doch ein sparsamer Mensch. Ja. Glauben Sie, dass ich mit Ihnen eine Wette eingehen würde, wenn ich von vornherein davon überzeugt wäre, dass ich die nicht gewinnen Sagen kann? Sie gleich, ich wette doch nur, wenn ich... Ja. Also, wie viel, kurz noch, gesagt? 100 Schilling. So viel habe ich nicht. Aber Herr Stefan, auch das ist... Ich weiß, Sie haben sie nicht, aber es ist doch eine Kleinigkeit. Es wird mir eine Freude sein, Ihnen hier ein bisschen mit den 100 Schilling unter die Arme zu greifen. Und Sie können es... in Jahresraten abzäumen. In 10 Jahresraten. Das ist doch ein Vorschlag. Doch, sorry. Gemacht. Ja. Jawohl, Sie haben recht. Wer ist der Herr im Haus? Ich will es versuchen. Ach, nicht auf in den Kampf. Ja, aber Sie siegen. Wir werden sehen. Halten Sie mal die Daumen. Ja. Ja. Findest du das richtig, dass du ihn so aufgehust hast? Und dann diese Wette mit den 100 Schillingen. Hila. Ich hätte auch einen höheren Betrag gewettet, nur damit ihn anbringt, dass ihn los wird. Ja, entschuldige schon wieder. Bitte, ich war noch nicht unten, ich bin's nur noch mal. Ja. Nur für den Fall, dass Sie mich wirklich nicht... Ich meine, ohne Spaß jetzt. Ja. Kann ich dann wirklich hier schlafen? Und vielleicht haben Sie auch noch so ein paar Pölster. Es ist wirklich furchtbar unbequem, ja? Und bitte mich morgen nicht vor 9 Uhr wecken. Ich habe nichts vor, ja? So, jetzt darf ich dann fragen, bitte, wie wünschen der Herr das Frühstücksei? 3,5 Minuten oder 4? Nein, wenn Sie diese großen, diese Landeier haben, ja? Genau 4 Minuten. Und bitte ein bisschen Müsli mit Honig, so. Und Tee, kein Kaffee, weil es in der Früh ungesund. So, jetzt gehe ich. Weil es ja, ja, hoffentlich. Ich danke Ihnen vielmals für das Verständnis. Nee, aber das war ein Vergnügen für uns. Das ist ein verrückter Kerl. Ja gut, dass er verrückt ist, ist ja keine Überraschung. Nein. Aber seit wann bist denn du verrückt? Wie kommst du denn auf die Idee, ihm auch noch ein Frühstücksei zu offerieren? Das war Spaß und außerdem bin ich felsenfest überzeugt, die beiden versöhnen sich. Du, das gibt eine Riesenversöhnung. Ja, ja, aber sicherheitshalber würde ich vorschlagen,
Wir schraufen auf jeden Fall die Sicherungen heraus, damit, wenn er Gott behüte, doch noch einmal anläutet, dass die Glocken nicht läutet und wir sagen können, wir haben nichts gehört. Aber geh. Okay. Na, Guido. Und du sitzt da lächelnd und verklärt. Ja, ja. Warum denn? Selige Erinnerungen, wo sind die Zeiten, wo unser eins noch Ex-Freundinnen gehabt hat? Das verstehe ich nicht, Guido. Schon? Du bist doch jetzt genau in den Zeiten, wo du nur mehr Ex-Freundinnen haben kannst. Ja. Schon, aber sie kämpfen nicht mehr um mich, sie machen keine Szenen, nehmen keine Tabletten mehr wegen mir. Ohne das verliert das Leben schon stark an Reiz. Das kann ich dir sagen. Hast aber deine Meinung sehr stark geändert. Wie sie noch Tabletten wegen dir genommen haben, warst wie ein aufgescheichtes Huhn. Du hast gesagt, um Gottes Willen, was soll ich tun? Die blöden Weiber nehmen Tabletten.